Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ja, Nate hat jetzt eigentlich so einen Deal ausgehandelt hier mit den Viechern und hat behauptet, er wäre Meisterdieb, kann also das Herz von Munkus stehlen. Aber ja, so einfach glauben tun die das jetzt auch nicht. Deshalb müssen wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem wir Petra die Antenne klauen. Bevor wir das machen, werden wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen. Ich denke mal, da können wir noch das ein oder andere anklicken hier. Ein Ventilator. Er drückt kühle Nordlandluft in den Berg. Ohne Frischluft würde es in der Höhle der Viecher vermutlich ziemlich schnell müffeln. Langes, feuchtes Fell. Ich hatte mal einen Hund, Rupert. Er ist mir zugelaufen. Immer wenn er nass geworden ist. Und dann abends... Ich schweife ab. Okay. Ja, leider sind wir jetzt auch wieder auf uns allein gestellt. Das Vieh musste da bleiben. So, hier ist die Gegensprechanlage. Naja, bis jetzt haben wir nichts vorzuzeigen. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen? Wenn sogar einer wie Munkus dahinterher ist, muss es unglaublich wertvoll sein. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen? Irgendwo in diesem Heiligtum sitzt ein Fellknäuel und spricht durch ein Rohr mit mir, obwohl ich vielleicht Dutzende Meter entfernt bin. Es ist beeindruckend, wie weit die moderne Telekommunikation es gebracht hat. Fast schon beängstigend. Okay, nee, wir wollen jetzt mit dem Obervieh. Nee, wollen wir jetzt gerade nicht. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee versunken. Kannst du jetzt aber nicht mitnehmen dann, ne? Keine Ahnung, wozu sie gut ist oder war. Auf jeden Fall ist sie zu schwer, um sie herumzuschleppen. Schade. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee versunken. Sprungfeder, cool. Wir sammeln erstmal kräftig. Eine Metallfeder, ziemlich stark. Nehmen wir mit. Ein großes Metallfass. Oh, es ist gefüllt mit einer übelriechenden Farbe. Tja, wofür könnte ich die Farbe gebrauchen? Vermutlich für nichts. Also lassen wir sie da. Gut. So, was haben wir denn sonst hier noch? Da haben wir nur die Metallplatte, die wird bestimmt dann nochmal wichtig werden. Die Maschine. Ein Laufband mit einem ziemlich durchtrainierten Pinguin. Und dieses Gerät erzeugt irgendeine Art von Energie. Kann man das für irgendwas gebrauchen? Von Magie lasse ich lieber die Finger. Tja, Nate. Das ist aber keine Magie. Was war das hier gerade? Ein Holzstuhl. Stünde dieser Stuhl an einem Strand auf einer tropischen Insel, hätte ich ein Met in der einen Hand und eine mandeläugige Schönheit in der anderen. Aber so ist es nur ein alter, nasser Stuhl mitten im Nirgendwo. Ist das nicht vielleicht was für Petra, der Stuhl? Schade, können wir nicht mitnehmen. Ja, dann werden wir mal mit Petra verhandeln, schätze ich mal. Ich meine, immerhin konnten wir ihr ja schon den Lederlappen abquatschen. Vielleicht geht das auch so. Hi. Du störst die Tiere. Ich würde dich gerne in deiner Arbeit unterstützen und da hinten protestieren. Ausgezeichnet, nur zu. Dafür bräuchte ich aber das Schild. Du glaubst wohl, hier bekommt jeder einfach so ein Protestschild. Das muss man sich erst verdienen. Was muss ich tun? Du musst 3 Aufgaben erfüllen, um eine Petra-Schildtrageberechtigung zu erhalten. Erstens darfst du kein Fleisch essen und keinerlei tierische Produkte benutzen. Zweitens musst du all dein Hab und Gut in den Dienst der guten Sache stellen. Das heißt, du musst es Petra spenden. Drittens... Danke, reicht schon. Okay, also das werden wir wahrscheinlich nicht erfüllen. Ich bräuchte wirklich dringend dein Protestschild. Die Tiere brauchen es noch viel mehr. Solange ich hier bin, werde ich es mit Stolz tragen. Keine Chance, ich muss sie loswerden. Tja, nur wie? Ich muss weiter. Okay, aber vergiss nicht, jeder gerettete Regenwurm macht einen Unterschied. Das wage ich zu bezweifeln.
Es stimmt. Das Schluchzen eines Regenwurms hier in den Nordlanden kann einen Taifun im Südmeer auslösen. Ich nenne das den Petra-Effekt. Okay. Nur, dass ich nicht glaube, dass es hier Regenwürmer gibt. Das ist immer nur hier das Wrack, oder? Wenn das dann hier so, ja. Das Schild direkt kann ich mir nicht anschauen. Was steht da jetzt eigentlich? Hotspot-Anzeige für Wimmelbildspiele. Das ist sehr gut. Dann machen die ja wahrscheinlich nicht mehr besonders viel Sinn. Ehrlich. Eisloch, Sprungfeder. Ob wir nochmal zur Yeti-Höhle gehen können? Der scheint ja erstmal weg zu sein. Mein überlegener technischer Verstand sagt mir, dass die Klingel klingeln wird, wenn ich an dieser Schnur ziehe. Sehr gut. Da könnte ich auch gleich zurück in den Kochtopf steigen. Wenigstens wäre es da wärmer als hier. Das ist wohl wahr. So, also jetzt aktuell möchte er nicht da dran ziehen. Die haben nur die Schnur. Mit dem ganzen Zeug können wir nichts anfangen. Gehen wir doch mal hier drüben gucken. Oh Gott, er ist ja da. Ein gruseliges, haariges Monster und sein Freund, der Yeti. Cornelius hatte sich hier häuslich eingerichtet. Vielleicht ist er schon seit Jahren auf der Jagd nach, naja, seinem Verstand. Durchaus möglich. Stricken zu können ist in diesen Breiten vielleicht nicht ganz so sinnlos wie anderswo. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier für warme Socken und Schals einen Markt gibt. Mir ist nicht kalt, aber hier hängt ein Faden raus. Den nehme ich mit. Nennen wir es reine Bosheit. Ja, du hättest auch einfach mal den kompletten Schal mitnehmen können, wer weiß. Ein reißfester und etwa 3 Seefelsruten langer Faden. Das Hufeisen hängt mir zu nah bei Cornelius. In seinem Yeti-Kostüm hat er eine ziemliche Reichweite. Okay, also hier können wir erstmal nichts machen. Vielleicht müssen wir den wirklich nochmal... Das ist eine Waffe für... für Yeti-Ritter. Es ist unmöglich, auf den Yeti-Ritter-Spruch noch eins draufzusetzen. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts mehr. Sehr schön. Ich würde ja gerne mit Cornelius reden. Doch leider hält Cornelius sich für einen 300 Pfund schweren, menschenfressenden Yeti. Man fragt sich, woher Kannibalen und sonstige Menschenfresser immer diese riesigen Töpfe haben. Also, den Yeti scheint es nicht weiter zu stören, dass seine Hauptzutat geflohen ist. Er kocht zumindest munter weiter. Ja, und wir stehen ja auch mitten hier im Zimmer. Aber der scheint wahrscheinlich besonders schlecht sehen zu können. So, dann haben wir aber hier den Rucksack. Der Rucksack ist schon ganz steif gefroren. Der ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber hier, die Hacke könnte nützlich sein. Hab sie. Sehr gut, sonst noch was? Nein, leider nicht. Na gut, wir haben ja wieder ein bisschen was gesammelt hier. Die Eishöhle scheint größtenteils natürlichen Ursprungs zu sein. Aber an einigen Stellen hat der gute Cornelius nachgeholfen. Hier sieht man Werkzeugspuren. Kann ich da auch nachhelfen? Ich schabe mit der flachen Seite das Eis so gut es geht glatt. Nicht schlecht. Das Eis bildet jetzt eine mehr oder weniger glatte Fläche. Glatter kriege ich sie mit der Hacke nicht. Vielleicht mit dem Lappen noch mal ein bisschen drüber polieren, aber ich weiß nicht, wofür ich das brauche. Also gut, jetzt noch etwas polieren. Und wieder eine glückliche Oberfläche. Sie darf mich spiegeln. Ich habe die Eisfläche mit dem Lappen so glatt gewischt, dass man sich darin spiegeln kann. Können wir jetzt vielleicht doch noch mal hier ziehen? Vielleicht, wenn er sich selber sieht.
Alles klar? Der Yeti! Ich habe den Yeti entdeckt! Tatsache. Ja, ja! Dort in der Wand ist er! Seien Sie vorsichtig! Er ist aggressiv! Oh Gott! Er hat einen von uns erwischt! Oh ja! Einen verdammt gut aussehenden jungen Mann. Dann sind es zwei. Oder... Oh nein. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich muss meine Strategie überdenken. Lassen Sie sich von dem haarigen Teufel nicht hinters Licht führen, mein Freund. Okay. Aber jetzt können wir doch mal mit ihm quatschen, hä? Vielleicht kann er mir ja helfen gegen Petra und Mungus. Ein Hufeisen. Einige Leute behaupten, Hufeisen seien Glücksbringer. Andere sagen, es sind geformte Eisenstücke, die Pferden unter die Hufe genagelt werden. Kann ich das mitnehmen? Jawohl. Vielleicht kann ich das Petra spenden. Cornelius ist wieder normal. Also, naja. Ja, so normal, wie es ihm geht. Hey, Cornelius. Oh, hallo. Du hast doch bestimmt schon einen Plan, wie du den Yeti fangen willst, oder? Nein, noch nicht. Mein Magen knurrt. Es ist, als hätte ich seit Tagen nichts mehr gegessen. Ich könnte glatt zum Kannibalen werden. Und dein knurrender Magen hält dich vom Denken ab? So ist es. Aber zum Glück habe ich alles hier, was ich für ein gesundes, vegetarisches Sandwich brauche. Kannst du mir was davon abgeben vielleicht? Das können wir doch Petra geben. Was meinst du? Könntest du deinem treuen Jagdbruder ein Stück von deinem Sandwich abgeben? Oh, das würde ich ja gerne. Aber, naja, ich habe nur noch dieses eine Sandwich. Und die volle Funktionstüchtigkeit meines Hirns ist für unser Unterfangen von äußerster Wichtigkeit. Um die volle Funktionstüchtigkeit deines Gehirns sicherzustellen, wird ein Sandwich nicht reichen. Wir werden sehen. Ja, ich fürchte, es ist deine Pflicht als Forscher, mir etwas abzugeben. Du hast recht, du brauchst das Brot dringender als ich. Was nehmen wir denn jetzt erstmal? Wir nehmen mal das Erste. Kannst du es moralisch vor dir vertreten, dass du einen jungen Mann, der immer an dich geglaubt hat, hungern lässt? Große Entdeckungen fordern immer Opfer, junger Freund. Wenn du verhungerst, bist du auf dem Altar der Wissenschaft gestorben. Das ist ja ganz toll. Vielleicht hat das Sandwich eine edlere Bestimmung? Welch edlere Bestimmung könnte es haben, als von mir gegessen, verdaut und... Es könnte eine Yeti-Falle werden. Eine? Naja, wir legen das Sandwich draußen in den Schnee und locken so den Yeti an. Na, das kannst du vergessen. Der Yeti ist ein Fleischfresser. Und das Trockenfleisch ist mir schon vor Wochen ausgegangen. Außerdem habe ich das schon probiert. Jedes Mal, wenn ich eine Falle aufbaue und mich auf die Lauer lege, taucht der Yeti nicht auf. Es ist, als wüsste er, wo die Fallen auf ihn warten. Überraschung. Ich überlege nur gerade... Was überlegst du? Der Yeti ist ein verdammt gerissenes Geschöpf, oder? Natürlich, sonst wäre er mir nicht so lange entkommen. Und würde ein gerissenes Geschöpf seinem ärgsten Verfolger nicht jede nur erdenkliche Falle stellen, um ihn aufzuhalten? Das ist anzunehmen. Und da willst du einfach ein Sandwich essen? Ein Sandwich, dessen Zutaten den ganzen Tag unbeaufsichtigt herumlagen? Was wollte der Yeti hier in deiner Höhle? Denk mal drüber nach. Du hast recht.
Es wurde nichts gestohlen, nicht zerstört. Er war nicht hier, um zu stehlen oder zu zerstören. Er wollte töten. Gift. Exakt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, mein kluger Freund. Erledigen Sie Ihre Mission. Das soll mir dann genug sein. Und das Brot bringe ich am besten ins Labor zur Analyse. Sicher, sicher. Nur weg damit. Dann muss ich mir eben mit knurrendem Magen einen Plan überlegen. Ich muss den Yeti mit seinen eigenen Waffen schlagen. Vielleicht sollte ich mich verkleiden. Na, bitte nicht. Hey, Cornelius. Oh, hallo. So, ja, vielleicht weiß er was über Petra. Diese Tierschutzaktivistin da draußen. Och, lass mich in Ruhe mit der. Was kannst du mir über sie erzählen? Nicht viel, eine Radikale, eine Spinnerin. Hat meine Yeti-Fallen sabotiert, weil sie verhindern wollte, dass ich den Yeti fange. Sie meinte, dass kein Mensch ein Tier einsperren sollte. Und dass sie hoffe, der Yeti würde mich in eine eisige Felsspalte werfen. Sie liebt die Tiere. Solche wie Sie stehen dem Fortschritt im Weg. Schau dir an, wie weit wir es gebracht haben. Wir haben Maschinen, die tödlicher sind als Zaubersprüche. Wir haben Geräte, von denen wir vor 10 Jahren noch nicht einmal wussten, dass wir sie brauchen. Ohne die moderne Wissenschaft würden wir immer noch in Höhlen leben. Wenn du das sagst. So wie er zum Beispiel. Kennst du diese Viecher, die dort hinten beim großen Felsen hausen? Oh ja, ganz erstaunliche Kreaturen. Sie scheinen technologisch sehr fortschrittlich zu sein. Und sie verfügen über ungewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Sie können sich sehr dünn machen. Es scheint, als hätten sie keine Knochen im Körper. Was sind das für Wesen? Vielleicht eine Pinguin-Mutation? Möglich. Ich fand es schon immer verdächtig, dass Pinguine im Schnee leben, aber kein Fell haben. Auf Wiedersehen, Cornelius. Versuch nicht, auf den Kopf zu fallen. Okay. Ja, das wäre schon wichtig. Halbwegs frisches Brot, pflanzliches Streichfett und ein Salatblatt. Man fragt sich, woher Cornelius alles Zeug hat. Andererseits, wenn man all das hier akzeptieren kann, dann auch, dass ein Forscher in den Nordlanden frische Zutaten für ein Sandwich hat. Ein Hufeisen. Einige Leute behaupten, Hufeisen seien Glücksbringer. Andere sagen, es sind geformte Eisenstücke, die Pferden unter die Hufe genagelt werden. Okay, das hatten wir schon. Dann haben wir den Faden. Ein reißfester und etwa 3 Seefelsruten langer Faden. Also das ist, denke ich mal, was für Petra. Eine Metallfeder, ziemlich stark. Dafür gibt es momentan keinen Grund. Aber sollte Cornelius wieder ausrutschen und sich in den Yeti verwandeln, könnte ich darin vielleicht Schutz suchen. Ja, aber nur, wenn er das von offen nicht öffnen könnte. Was dann irgendwie wiederum Schwachsinn wäre. Was war denn hier jetzt gerade noch? Die Pfanne ist ranzig und von innen schwarz. Fett hat sich über Monate daran festgebrannt. Man soll eine Pfanne nie spülen, hat meine Oma immer gesagt, wegen des Geschmacks. Darf ich sie benutzen? Warum nicht? Solange du sie nicht abwäschst. Die Pfanne ist heiß. Ich könnte mir etwas braten, wenn ich denn wollte. Okay, will ich jetzt aber aktuell nicht. Also schön. Was haben wir hier? Ein weißes Pulver. Salz? Drogen? Letzteres könnte eine Erklärung für Cornelius' Zustand sein. Das ist Zucker. Darf ich etwas davon? Bedien dich, davon habe ich mehr als genug. Irgendwie trinke ich in letzter Zeit nur noch halb so viel Tee wie früher. Danke. So, wir haben jetzt Zucker. Naja, wir haben doch jetzt einiges hier schon eingesammelt. Mal gucken, ob es noch mehr gibt, aber ich glaube, das war's erstmal hier. Dann gehen wir vielleicht nochmal zu Petra. Ich biete ihr mal das Sandwich an. Seltsam. Ich sehe weder einen Yeti noch einen Forscher. Wie das kommt. Oh Mann, der Arme. So, Petra.
Hier, ich habe voll was zu essen für dich. Möchtest du vielleicht etwas essen? Was steht denn zur Auswahl? Ja oder nein? Ja. Also schön. Ich habe ein Sandwich. Ich gebe es dir, wenn du mir dafür dein Protestschild gibst. Typisch Mensch. Tut nichts ohne Eigennutz. Auch ein Tier würde einem anderen nichts geben, ohne dadurch einen Vorteil zu erhalten. Nur weil wir die Tiere vermenschlichen. Ich gebe dir das Sandwich zumindest nicht einfach so. Dann eben nicht. Das war jetzt nicht sehr erfolgreich. Allerdings ist die Zeit an der Stelle schon wieder um, deshalb geht's also hier im nächsten Video weiter. Bis dann. Tschüss.